Man kann tatsächlich auch Hand anlegen. Weiß ich gar nicht, da greift der Bundestagsabgeordnete selbst zum Schraubenzieher. Hans-Josef Fell von den Grünen ließ es sich nicht nehmen, die Auszeichnung des ZDF persönlich beim Preisträger anzubringen. Nun zeigt sie, hier wohnt ein Energiesparmeister. Manfred Dürr hat bewiesen, dass jeder mit ganz einfachen Mitteln seinen Bedarf an Strom, Gas und Wasser drastisch reduzieren kann. Seine monatliche Stromrechnung ist sensationell niedrig. Die monatliche Abschlagszahlung für die Dreizimmerwohnung beträgt nur sage und schreibe 14 Euro. Und das für einen Zwei-Personen-Haushalt. Zum Vergleich, ein durchschnittlicher Zwei-Personen-Haushalt in Würzburg verbraucht zwischen 1500 und 2500 Kilowattstunden im Jahr. Dürr und seine Frau nur 460 Kilowattstunden. Wenn man andere von eine Sache überzeugen möchte, muss man erst selbst mal Erfahrung damit gemacht haben. Und ich kann aus Erfahrung jetzt sagen, es lässt sich wirklich auf hohem Niveau leben und ein gutes Leben führen, aber ohne den heute üblichen hohen Energieverbrauch. Seit Jahren duscht Manfred Dürr kalt. Das ist nicht nur gesund, sondern spart auch Energie. Der spezielle Brausekopf und die Duscharmatur sind zudem besonders wassersparend. Weil ich eben kein Warmwasser habe, muss ich auch nicht erst lange eine Idealtemperatur einstellen. Ich weiß, dass es kalt kommt und so ist es dann auch. In den Hähnen hat Dürr Wasserspar-Perlatoren eingebaut. Wenig Aufwand, der viel bringt. Jeder Tropfen Warmwasser, der gespart wird, spart auch Energie. Das ist eine ganz simple Maßnahme, die so kostengünstig ist, die auch jeder selber machen kann, dass man sehr leicht 50, 60, 70% weniger Wasserverbrauch hat und wirklich, finde ich, wirklich keinen Unterschied merkt. Gespült wird ebenfalls kalt und mit möglichst wenig Wasser und Geschirrspülmittel. Apropos Wasser. Getränkekisten schleppen spart man sich im Hause Dürr. Leitungswasser nimmt keinen Platz im Kühlschrank weg, ist trotzdem kalt und außerdem das bestkontrollierteste Lebensmittel. Die größten versteckten Stromfresser sind Elektrogeräte auf Standby. Auf die Bequemlichkeit verzichtet Manfred Dürr deshalb nicht. Ein kleiner schwarzer Kasten schaltet den Fernseher nach einer Weile ganz aus. Ich denke mal, ein Durchschnittshaushalt kann leicht auf Standby von 30, 40 Watt kommen. Bei uns sind es vielleicht 2, 3 Watt. Und jedes Watt sind ungefähr 10 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr. Trotz Stromsparen, in der Dreizimmerwohnung gibt es ein voll ausgestattetes Homeoffice. Der Arbeitsplatz von Dürr. Fax- und Anrufbeantworter sind 24 Stunden erreichbar. Strom verbrauchen sie trotzdem nicht. Ein Online-Service macht es möglich und stellt Faxe und Anrufe als Mail zu. So ganz nebenbei wird auch noch Papier gespart. Bei Elektrogeräten achtet Dürr schon beim Kauf auf Energieeffizienz. Sicher war das eine oder andere Gerät auch teurer in der Anschaffung. Beispielsweise unser A++-Kühlschrank. Der hat jetzt 450 Euro einschließlich Lieferung gekostet, ist vielleicht 150 Euro teurer oder weiß ich gar nicht genau, also etwas teurer schon. Das macht sich aber bezahlt. Die Lampen in der Wohnung sind so ausgewählt, dass sie das Licht möglichst vorteilhaft verteilen. Selbstverständlich mit Energiesparlampen. Ein Viertel des Stromverbrauchs als eine herkömmliche Lampe. Dürr versieht diese mit Datum, um zu sehen, wie lange sie halten. Man muss sich da ein bisschen auskennen. Es gibt welche, die quasi genauso schnell die volle Helligkeit bringen wie herkömmliche Glühlampen. Wenn es kalt wird, dann wird die Heizung aufgedreht. Auch im Hause Dürr. Nur eben möglichst wenig. Frieren muss in der Dreizimmerwohnung niemand. Aber wer sagt denn, dass man immer im T-Shirt herumlaufen muss? Jedes Grad weniger Raumtemperatur bringt 6% weniger Heizenergieverbrauch. Überhaupt, eine Wohnung im Mehrfamilienhaus verbraucht durch die geringeren Außenflächen auch weniger Energie als ein einzelstehendes Haus. Dass die Rohre im Keller isoliert sind, ist selbstverständlich. In Absprache mit der Vermieterin hat Dürr sie in Eigenleistung selbst isoliert. Beim Lüften gilt, lieber das Fenster 5 Minuten ganz aufmachen, als längere Zeit nur auf Kippe stellen. Dabei für Durchzug sorgen, damit die Luft ausgetauscht wird. Ich empfinde so etwas nicht als Einschränkung. Das ist deswegen eine subjektive Sache. Aber ich denke mal, wenn wir
als Menschen es nicht schaffen, uns gewisse Grenzen zu setzen, dann wird die Natur uns noch viel drastischer Grenzen setzen. Es sind die kleinen Dinge, die aber eine ganze Menge ausmachen.